Hallo Leute, der Sorero hier und willkommen zu einer neuen Folge Ark Survival Evolved. Seht ihr meine Basis, die in letzter Zeit immer so viel rumgebackt hat? Ich bin da nicht hochgekommen. Bin nun teilweise fast gestorben bei dem Versuch, da hochzukommen. Und da oben ist aber, oder da hinten irgendwo ist mal wieder ein Loot. Ich glaube, die letzte Folge hat aufgehört, dass ich ein Terra... Wie heißt der? Wie heißen die Teile? Terranodon? Steht das hier irgendwo? Ach, ist ja egal. Jedenfalls mit meinem Trike zufällig getroffen habe, dummerweise. Und der dann zwischen die Bäume geflogen ist, ich den, nicht getötet habe, sondern gelähmt habe, K.O. geschossen habe und gezähmt habe. Das hat ewig gedauert. Die haben zwar nicht viel, wenn man sich das mal anguckt... Die haben zwar nicht viel Benommenheit, also Torpor, das geht ganz schnell, aber also es hat echt ewig gedauert, den zu zähmen. Wirklich, wirklich lange. Und verdammtes Fleisch gibst du mir mal. Aber der ist hier Level 20 mittlerweile. Das ist schön. Mir fehlen allerdings noch 4 Level, um den Sattel machen zu können. Und dann war ich fleißig und guckte mal, was ich gemacht habe. Ich habe mir hier so ein Steinfundamenten-Garten sozusagen gemacht und erstmal 2 Beete gemacht mit Bewässerung. Mit Bewässerung. Und die auch bewässert hier. Wasser bewässert. 3,9 von 400. Und Dünger ist hier etwas weniger. Hat einfach damit zu tun, dass ich einmal hier zu meiner Düngerding muss. Und da habe ich, glaube ich, mich immer gewundert, warum das nicht mehr wird. Aber nee, eigentlich, man braucht 50 Stroh oder so für einen Kothaufen. Und ich habe 98. Also eigentlich müsste ich genug haben. Kurios. Genau. Mein Trike kennt er. Ja. Kannst du gerade ein Level? Nee, fast ein Level. Ich gucke immer, wenn die fast ein Level aufnimmt. Und dann war ich, seit ihr mich das letzte Mal gesehen habt, noch fleißig und habe mir wieder einen Raptor besorgt. Ziemlich genau da, wo ich, oder fast genau da, also einmal über diesen Fluss oder Bach, oder, na, Bach ist es nicht, rüber, habe ich einen Raptor gefunden. Der ist mittlerweile Level 33, das ist echt schön, das finde ich total super. Ich habe es diesmal ein bisschen anders gemacht. Ich habe mir an ein paar Stellen so eine, Base kann man vielleicht nicht sagen, aber, wo will ich jetzt eigentlich hin? Ich will doch in die andere Richtung. Da, habe ich quasi ein Strohfundament gemacht, so wie da, und einen Schlafsack. Das heißt, wenn ich gestorben wäre, dann hätte ich nicht, wäre ich nicht hier respawned oder bei einem Schlafsack. Und ich habe ganz viel das verdorbene Fleisch, nehmen wir mal mit. Ich habe ganz viel Narkosemittel hergestellt. Ihr seht, ich habe hier 97, ich habe hier noch 16 drin. Ja, hat den Grund, dass das richtig schön Erfahrungspunkte gibt. Einerseits für den Raptor hier, wenn du also mit dem Fleisch besorgst, also sozusagen kleinere Tiere oder auch sowas, Parchis oder so, tötest, das lohnt sich echt. Und andererseits kannst du dann mit dem Trike Narkosemittel farmen, lohnt sich auch. Und nicht Narkosemittel farmen, sondern Narkoberries machen. Und das dann, na komm, ich will eigentlich nicht hier runter, aber egal. Was wollte ich denn jetzt sagen? Achso, Narkoberries und Fleisch halt und dann das Fleisch verderben lassen und dann ganz, ganz viele Narkosemittel machen. Das lohnt sich wirklich richtig. Oh nein, hier müssen wir weg, das schaffen wir nicht. Da müssen wir ganz schnell abhauen. Der dürfte zu stark für mich sein. Folgt der? Nein. Ich weiß nicht, welches Level der hatte. Hier. Ist der schon wieder? Nein, renn! Warum rennst du nicht? Mist, so ein Mist ist der hinterhergekommen. Ist er weg? Ja, ist mal ruhig.
Uiuiuiui. Diese blöden Oviraptors. Die sind echt nicht schön. Ich weiß auch nicht, welches Level der hat. Das Problem, was ich habe, ist, dass ich kaum Metall habe. Und eigentlich auch mal einmal. Das sind Piranha im Wasser, glaube ich. Eigentlich auch mal Kristall braucht, dann könnte ich mir nämlich ein Fernglas machen und könnte. Warum treffe ich den nicht? Aber vielleicht ist es auch besser so und ich treffe den erstmal nicht, sondern lasse erstmal meinen Raptor wieder zu Kräften kommen und ganz gesund werden. Gesundheit. Was ich eigentlich gerne zähmen würde, wäre ein Skorpion, mit dem man dann Tiere betäuben kann. So ein Stego auch und eigentlich noch eine Menge anderes, aber ich will eigentlich gerade nicht darum gehen, das ist mir zu viel Zeug. War gerade gar nichts. Ihr seht, dass meine Pike schon ganz schön mitgenommen ist. So allzu oft kann ich das nicht mehr machen, aber okay. So. So, ich weiß, dass hier drüben es irgendwo den Berg hochgeht und da tatsächlich ein Berg ist, wo es hochgeht. Hier irgendwo tatsächlich ein Berg hoch geht und da oben soll Metall und auch Kristall sein. So ein Raptor kann leider nicht so viel tragen, aber ein bisschen was tragen kann er. Da ist ein Skorpion. Wo ist er denn jetzt hin? Da unten. Die Skorpione. Ist ja cool, dass ich. Oh, das war's schon. Bewusstlos. Die Skorpione fressen nämlich bevorzugt verdorbenes Fleisch. Also kriegt der verdorbenes Fleisch rein. Komm ich da hoch? Ja. So. Dann werden wir den hier mal beschützen. Das bringt jetzt zwar meinen ganzen Plan durcheinander, weil eigentlich wollte ich ja. Level 4 ist jetzt auch nicht so hoch. Eigentlich wollte ich ja da hoch und gucken. Hallo? Und gucken, dass ich Metall kriege und Kristall vor allem. Aber dann ziehen wir uns halt erstmal ein Skorpion. Das Coole ist nämlich, dass die tatsächlich Teile betäuben können. Da ist noch ein. Steckten da an der Wand. Das ist ein One-Hit. Okay, den Raptor will ich nicht. Dilo, den würde ich sogar nehmen. So. Jetzt stecke ich hier unten nur fest, vermutlich. Ja. Ah, toll. Ich stecke hier fest. Na schön. Ich komme hier nicht raus. Dann muss ich hier irgendeinen der Felsen, wohl oder übel, zerkloppen.
Und hoffen, dass mein Werkzeug dabei nicht kaputt geht. So. Jetzt komme ich da hoch. Ja. Da ist mein Raptor. Wo ist denn jetzt der Skorpion? Da. Hey, wo ist denn jetzt der Skorpion hin? Aber der liegt hier und zähmt. Wird ein bisschen dauern. So, und was machst du eigentlich da oben? Du bleibst mal schön hier. So. Und der Dilo liegt hier drin. Schump. Sieht's bei dir aus? Bewusstlos. Da reicht vielleicht sogar ein Narkosemittel. Mal gucken. Ja, Level 3 ist jetzt nicht hoch, aber okay. Dann haben wir mal einen. Wird nicht schaden. Hier wird ein Narkosemittel nicht reichen. Ja, verdammt, das Fleisch hat er noch gut übrig. Wie viel hast du eigentlich? Tar öffnen. Das Fleisch. Tierhaut. Okay, also sieht soweit ganz gut aus. Prinzipiell könnte ich mir sogar, glaube ich, einen Sattel für den machen. Für den Skorpion. Na, du bist weiblich. Stina hatten wir einmal, oder? Als weiblicher. Der ist gleich fertig hier. Tada. Also ähnlich. Come on. Werd fertig. Wir haben nicht ewig Zeit. Ja, Plan sah jetzt ganz anders aus, aber okay. Da ist wieder so ein Oviraptor, das gibt's nicht. Stina. So, die setzen wir auf neun, nicht aggressiv, auf passiv. Und dann kommst du mal bitte mit, Stina. Genau, so. Und das ist okay. Ach, das ist nur so ein kleiner hier. Stimmt, ich verwechsel die immer. Wenn ich dich jetzt hier haue, was machst du dann? Auch noch ein bisschen. Du kannst mal da runtergehen und dich von dem da fressen lassen. Achso, warte mal. Du bleibst mal bitte da stehen. Momentan mal. Bewusstlos. Ups. Benehmt euch mal. Level 4. Inventar öffnen. Verdorbenes Fleisch. Das Trimmer Fleisch kannst du behalten. Naja, ist ja. Ist halt nur ein einfacher Dilo, aber. Einerseits, wenn ich noch einen zweiten kriege, kriege ich vielleicht Eier. Und das andere ist natürlich, was auch cool wäre: ein bisschen verteidigen können die dich halt doch. Ja. Irgendwo. So, nee. Narkosemittel benutzen. Die muss ich dann allerdings erstmal zurück zu meiner Basis bringen. Ich mache mal hier einen Cut. Ja, ich hoffe, das funktioniert. Ich werde euch jetzt den Rest nicht zeigen, weil eigentlich will ich ja da hoch und ein bisschen was farmen. Oder ich nehme die erstmal mit. Ich mache erstmal einen Cut und wir sehen uns dann wieder, wenn ich die zu meiner Basis gebracht habe. Bis dann. Hallo, liebe Leute, da sind wir wieder. Und ja.
Wir sind hier in unserer Basis. Hier ist Sandy. Hopp, warte. Hab gerade das Spiel neu gestartet. Also es ist auch ein neuer Tag. Hier ist Dina. Und hier hinten ist auch... Nein, da ist Dina. Und ach, den Raptor, den Pulminoscorpius. Den Skorpion, den haben wir noch nicht benannt. Deswegen. Und ich habe mir überlegt, eine Sekunde, ich hatte einen Namen. Ich nenne den... warum geht das nicht? Da. Poke. So. Annehmen. Und wir sind zurück in unserer Basis und ihr seht, meine Gesundheit ist ganz schön niedrig. Die von den anderen Tieren müsste mittlerweile alle wieder in Ordnung sein. Wir sind nämlich auf dem Rückweg angegriffen worden. Ich musste ja über diesen, ja, Fluss ist es nicht, über das Wasser darüber. Und das war gar nicht so einfach. Also ich hatte mir, dachte, ich hätte eine Stelle gesucht, wo es easy ist, einfach ist, nichts passiert. Und dann kamen auf einmal drei Raptoren an. Ich habe keine Ahnung, welches Level die hatten. Konnte ich in der Schnelle des Gefechts wirklich nicht sehen, aber die waren da und das war nicht schön. Es war wirklich eng, ich wäre fast drauf gegangen. Aber wir sind alle vier sozusagen, also ich und alle drei Tiere, wohlbehalten zurückgekommen. Und das ist ziemlich cool. Und genau, ja, was ich noch gemacht habe, war ich mir so ein bisschen unsicher, ob ich es mache. Erstmal noch was. Ich bin dann doch den Berg hochgegangen mit meinen Tieren, ganz vorsichtig. Oben auf dem Berg war ein Bronto und sonst war da gar nichts. Das war also völlig harmlos. Und ich habe Kristall gefunden. Ich habe einen seltenen Pilz gefunden. Und ich habe Metall bekommen. Und das finde ich ziemlich, ziemlich, ziemlich cool. Und nicht nur ich habe Metall, sondern auch... Ah, komm her. So, er hat Metall. 138 Stück. Das wiegt richtig, richtig viel. Ohne ihn hätte ich niemals so viel Metall mitnehmen können. Ja, niemals. Fand ich ziemlich cool. Deswegen musst du jetzt auch einmal mitkommen. Hier rüber. Wo gehen wir lang? Wo gehen wir lang? Ich muss hier am Trike vorbei. Dave, du machst dich zu dick. Weil wenn ich jetzt die 138 Metall nehme, dann kann ich mich gar nicht mehr bewegen. So, Inventar öffnen. Metall haben wir zweimal. 22 Mal. Zündpulver haben wir noch ein bisschen. Und, komm mal her. Komm mal noch ein Stück näher. So. Noch ein Stück. Genau. So, dann kann ich das nämlich bei dir rausnehmen. Und hier oben reintun. Achso, Feuer anzünden. Ja, ist okay. Und das Metall hier noch reintun. Und 160 Metall, das gibt 80 Metallbahnen. Das ist richtig gut. Richtig, richtig gut. Da bin ich richtig zufrieden. So, du kommst wieder mit. Und kommst wieder nach hier drüben. Kommen wir noch weiter. Nicht alle so dicht aufeinander stehen. Dann kommst du halt hierher. So, komm her. So und so. Und du bleibst stehen bleiben. Genau, und jetzt gucken wir erstmal, was ich noch jetzt ein bisschen machen werde, ist verdorbenes Fleisch da reinpacken. Narkosemittel habe ich hier noch, habe ich da noch, habe ich irgendwo Stoffhandschuhe. Was brauchen wir? Fasern. Fasern können wir mal gucken. Narkobären haben wir anscheinend gerade nicht. Dave hat vermutlich auch keine mehr. Das heißt, wir müssen gleich noch Narkobären farmen. Genau, so. Du kriegst Ausdauer nochmal. Wunderbar. Weil Narkobahn momentan... Also, ach, ich wollte jetzt gucken, ob ich Fasern habe. Mann. Narkobahn ist momentan, also Narkosemittel genau genommen, ist momentan das, womit ich meine Erfahrungspunkte mache, weil die richtig, richtig, richtig viele Erfahrungspunkte bringen. Das ist richtig cool. Funktioniert richtig super. So, seltener Pilz darüber. Fasern darüber. Herstellbares. Wir gucken mal. Fernrohr hat Kristall, Fasern brauchen wir und Holz. Haben wir Holz? Haben wir Holz irgendwo? Fasern? Achso, so geht das nicht. Fasern. Gucken wir mal, ob wir irgendwo Holz haben. Ah, Holz. So. Reicht es? Herstellbares Fernrohr. Gegenstand herstellen. Wunderbar. Wenn ich dann das Metall habe, werde ich auch mal meine Metallsachen hier reparieren. So, kommst du rein? Da rein. Und ich wollte mir machen... Habe ich das schon gelernt?
Habe ich anscheinend noch nicht gelernt. Ich habe aber nicht so allzu viele Engrampunkte. Ich wollte mir noch machen die Wasserflasche. Aber vielleicht lassen wir das auch erstmal. Hier, das Wasserglas ist das. Wasserschlauch kostet 12. Ich will auf jeden Fall hier auch noch meinen Skorpionsattel machen. Wo ist er denn? Machen kann ich ihn schon, das weiß ich. Und eigentlich auch noch die ganzen Steinsachen. Und also ich will gerade richtig viel irgendwie. Ja. Pulmonoskorpius-Sattel. Dann kann ich den nämlich mal nehmen und ein bisschen leveln. Das wäre eigentlich ganz cool. Und dann will ich halt noch Steinsachen lernen, um mir irgendwann noch eine zweite Basis zu bauen, die dann ein bisschen weiter drüben ist. Aber jetzt... Quatsch. Da wollte ich ja gar nicht reiten. Ich wollte nur mal reingucken. Was hast denn du noch drin? Verdorbenes Fleisch. Keratin hast du. Stimmt. Das war eine Sache, die ich auch noch lernen musste. Lernen möchte, lernen will. Nämlich die Zementpaste. Ich weiß gar nicht. Cementic Paste auf Englisch. Ich weiß gar nicht, was es auf Deutsch heißt. Gucken wir mal gleich mal, ob ich die noch lernen kann. Was ich hier gerade mache, ist das Fleisch verteilen, weil das verdirbt dann alles relativ schnell. Wenn man so einen Haufen hat, dann verdirbt nur eins von dem Haufen. Wenn man das aber alle vereinzelt, dann verderben die alle auf einmal und dann hat man auf einmal ganz, 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 ganz viel verdorbenes Fleisch. Das ist dann ziemlich cool. So, Zement. 3. Das können wir auch mal lernen. Ich glaube, da kann ich nämlich schon einiges machen. Die kostet Keratin und irgendwas. Mal kurz gucken. Das ist auch hier im Mörtel. Inventar öffnen. Und Stein. Also Keratin habe ich. Und Stein bräuchte ich dann 8. Steine habe ich gerade keine. Ich habe auf jeden Fall auch noch mehr. Ich habe ja auch hier Steine und vielleicht fragt ihr euch, warum baut er nicht die ab? Die kann ich ja abbauen. Aber die will ich lassen, weil ich finde, das sieht einfach cool aus, wenn hier auch den großen lasse ich da, wenn hier so ein paar Steine rumstehen und das nicht so, ja, nur langweiliger Strand ist, sozusagen. Tadam. So, bauen wir noch ein bisschen ab. Einmal Metall, okay. So. Stein hier rein. Was auch noch sehr gut funktioniert, Metall nicht, ist halt Feuerstein und mit Stein zu Zündpulver zu machen. Aber Zündpulver habe ich halt auch relativ viel, von daher brauche ich da gerade auch nicht wirklich was. Das gibt auch ein bisschen Erfahrungspunkte, aber ehrlich gesagt, Narkosemittel gibt meiner Erfahrung nach deutlich mehr. Gucken wir mal hier rein. Nein. Da rein. Ich muss mal meine Kisten ordnen. Das ist gerade ein bisschen großes Kistenchaos. Gib's ja zu. Oh, Pause. Wasserschlauch brauche ich nicht wirklich. Leuchtpistole habe ich einmal. Okay. Ja, Metall dreimal. Das sind schon wieder viermal Metall. Das können wir doch einschmelzen hier. Jip. Ach Quatsch. Ach, dass das immer gleich Feuer löscht und Dings macht, das finde ich blöde. So, Feuer anzünden, Metallbarren. Die dürften ja, die in der Herstellung dürften auch ein bisschen Erfahrungspunkte geben. Deswegen freue ich mich da eigentlich ganz schön dolle, dass ich da jetzt so viel habe. So, wir nehmen mal nicht alles Keratin, sondern lassen noch ein bisschen was übrig. Ich habe ein Parasaurus-Ei bekommen. Habe ich noch andere Eier? Ich glaube nicht mehr. Das wäre nämlich auch mal was dann zu machen, Pardinus zu züchten. Also erstmal Eier vielleicht auch für dieses Kiebel, um manche Dinos dann schneller züchten zu können. Wäre sicherlich auch ganz cool. So, und alle herstellen. 5 nur. Okay, das ist jetzt nicht so viel. Ich hätte gedacht, da kriege ich mehr. Dada, Level 1. Okay, ist mir erstmal egal. Ist schön, aber ist mir erstmal egal. Wir gehen jetzt erstmal nämlich mit Dave Bären farmen. Und wenn man den reitet, dann verliert er so schnell Ausdauer,
dass man, ich ihn eigentlich immer zu Fuß sozusagen hierher rufe und ihn dann nur zum Ernten reite tatsächlich. Ja, so. 20, schön. 32. Das, so funktioniert das mit dem. So funktioniert das mit dem Narkobärenfarm. Genau. Und dann werde ich noch ein bisschen Narkobären farmen und dann muss ich noch das Video schneiden, weil das sind ja jetzt doch zwei einzelne Teile. Und ja, ich denke, ihr wisst erstmal, was ich machen werde. Ich werde dann vor allem meine Dinos noch ein bisschen leveln und das aber hier in der Gegend machen und dann so Stück für Stück für Stück auch gucken, wie es weitergeht. Vorher muss der hier nochmal ein bisschen sachenlos werden. Der hat nämlich gerade zu viel Gewicht. Gucken wir mal, die auch noch. Deren Inventar leeren. Ist alles weg. Dann packe ich die drei Sachen zurück. Hier, so, schubs, schubs. Und kann weiterlegen. Ja, das ist dann eine ziemlich einfache Methode, viele, viele Narkobären zu kriegen. Und ein paar Sachen kriegt man noch mit. Okay, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Vielleicht guckt ihr noch ein paar mehr Videos von mir. Lasst mir ein Abo da. Ich würde mich freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und ich bin mal gespannt, wie es da aussieht. Bis dann, sagt euer Sorero.